Guten Tag, liebe Klasse 5a. Guten Tag, Herr Peter. Heute ist es etwas anderes als sonst, weil ich habe ein bisschen verschlafen und deswegen habe ich die Projektwoche vergessen. Wir haben jetzt eine Projektwoche und wollen da drin ein neues Schullogo gestalten. Ihr habt jetzt 2 Stunden Zeit, die anderen hatten eine Woche. Es tut mir zwar leid, aber das ist jetzt ein bisschen schlimm. Sport haben wir trotzdem in der nächsten Stunde, weil ihr mögt es ja immer. Und ja, da müssen wir jetzt nochmal schnell was besprechen, weil wir haben auch eine neue Schülerin. Anna, stell dich bitte mal vor. Hallo, ich bin Anna, ich bin 10 Jahre alt und ich zeichne gerne. Die sieht ja aus. Ja, und die Klamotten, voll hässlich. Und Anna, du könntest dich erstmal neben Laura setzen. Also, wir alle gestalten jetzt ein neues Bild, was wir als Schullogo nehmen können. Der beste Entwurf kriegt einen neuen Fußball für die Klasse. Und ich glaube, das würde euch alle freuen, die Jungs mehr als die Mädchen. Ja, und ich hoffe, ihr legt euch ja bitte ein bisschen ins Zeug. Wenn ich den Pullover hätte, dann würden Stefan und Conny vielleicht nicht mehr so über mich ablästern. Anna, was machst du denn da mit dem Pullover? Klaust du? Naja, was soll ich denn machen? Ihr lacht mich die ganze Zeit aus. Meine Eltern haben einfach nicht so viel Geld, um die ganze Zeit zu shoppen. Nein, doch nicht. Sagt es Herrn Peter. Lass es gehen. Ja, mach dir keinen Kopf. Sie sind manchmal echt oberflächlich. Komm, wir gehen. Denkt dran, nur der Beste kann Gewinn bei euren Schullogo gestalten. Also gebt euch alle wenigstens ein bisschen Mühe. Ich weiß, es ist zwar blöd, dass ich jetzt nur euch so wenig Zeit geben konnte, aber es wäre schön, wenn es trotzdem irgendwo was Schönes rauskommt. Laura, könntest du mir vielleicht nochmal erklären, was man zeichnen muss? Also Anna, du entwickelst ein neues Schullogo. Am Ende werden alle Favoriten an der Tafel gezeigt. Der Favorit nimmt am Schulwettbewerb teil. Hoffentlich gewinnen wir. Alles verstanden? Ja, ich denke schon. So, liebe Schüler, erstmal, ich bin richtig fröhlich, dass ihr in so kurzer Zeit noch diese ganzen Plakate fertig machen konntet. Ich freue mich dafür und würde eigentlich, wenn es nach mir ginge, alle zum Weltmeister oder zum Wettbewerb schicken. Aber es kann ja nur einer gewinnen. Und deswegen sollte Emma die Stimmen auszählen. Wer hat denn gewonnen? Die Gewinnerin ist... Ziemlich cool, Anna. Ich hätte nie gedacht, dass du so gut zeichnen kannst. Du, Anna, wenn dein Bild beim Schulwettbewerb eingereicht wird, vielleicht gewinnen wir ja. Das wäre schon ziemlich cool, oder? Oh ja. So, ihr habt super gearbeitet, aber jetzt ist erstmal Pause. Ja! Du, Anna, sorry, dass ich vorhin so zickig zu dir war. Das war ziemlich daneben, dich so wegen den Klamotten anzumachen. Ja, und mir tut es auch leid, Anna. Ja, das war schon ziemlich gemein. Aber ich hoffe, wir verstehen uns bald besser. Ja, okay, dann bis später. Bis später.
Entschuldigung, dass ich auch vorhin zu dir so zickig bin. Ich wollte dich fragen, ob du mit uns die Pause verbringen willst. Ja, ich denke schon. Super.